Ton ist noch da? Ja. Okay. Gut. Freunde, hier sind wir in den heiligen Hallen von Mr. T. Pörsern aus Karlsruhe. In der kleinen Küche. Auch hier ganz klar, eine Küche muss nicht groß sein, sondern man muss wissen, was man in der Küche tut. Und ich habe heute für euch ganz, ganz wichtige Info. Die wichtigste Info überhaupt, weil, Freunde, wenn es darum geht, sich gesund und so weiter möglich artgerecht zu ernähren, gibt es einen ganz, 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 ganz wichtigen Faktor. Den wichtigsten Faktor überhaupt. Warum? Schaut mal. Ein weißes Blatt Papier, wo drauf steht, was man essen soll. Das ist ja für uns Menschen, die einen normalen IQ haben, völlig in Ordnung, dass wir das verstehen. Okay, da steht drauf, Frühstück, das und das Essen, Mittag, das und das Essen, Abend, das und das Essen, Uhrzeit so und so weit, auseinanderlassen. Okay, ist vom Verständnis her absolut easy. So, aber nichtsdestotrotz stolpern ganz viele Menschen und schaffen es nicht, so die gesunden Ernährungsvorgaben einzuhalten. Und wisst ihr, was dabei ein verdammt großer Stolperstein ist, der größte Stolperstein überhaupt? Und das ist nicht nur bei der Ernährung so, das ist auch bei vielen anderen wichtigen Projekten der Stolperstein Nummer 1, Numero Uno. Und zwar ein schlechtes Zeitmanagement. Szenario, folgendes Szenario. Morgens bei mir 5.45 Uhr, der Wecker rappelt. Ein Auge zu auf und denkt, Alter, Alter, wo bin ich? Ist noch viel zu früh. So, und dann ist man müde. Man ist halt morgens müde, das ist ja normal, auch wenn man 8 Stunden schlafen. Ich schlafe immer 8 Stunden, ist man auch müde. Dann steht man auf, dann trottelt man so in die Küche und denkt, oh, frühstücken, oh, alles richten, oh, ist alles so anstrengend. Ja, natürlich ist es anstrengend. Natürlich muss man dafür Arbeit leisten, das ist richtig. So, und welcher normale Mensch hat morgens um 5:45 oder um 6 Uhr Lust, Sachen zu schnippeln, Sachen vorzubereiten? Hat kein Mensch. Nein, da haben wir keine Lust drauf, weil wir noch müde sind. Weil es in der Regel je nach Person zwischen 5, 10, 15, 20 Stunden, 1,5 Stunden dauert, bis wir wach sind. Vor allem bei Menschen, die sehr müde sind, die abends zu spät ins Bett gegangen sind, da ist es noch viel schlimmer. Die sind morgens träge und sagen, nein, ich habe keinen Bock, ich will jetzt nichts essen, ich gehe einfach so aus dem Haus. Dafür hole ich mir halt mein süßes Stückchen, mein Croissant beim Bäcker. Ja, schon stehen wir mit dem ersten Fuß in der Falle. Und genau aus dem Grund habe ich für heute euch den wertvollsten Tipp überhaupt. Vorbereitung eurer Speisen. Zeitmanagement. Und ich mache jetzt Folgendes, das ist bei mir immer so. Normalerweise liegt auch hier, bei mir steht morgens hier, an der Ecke, genau an der Ecke, steht ein Teller, eine Tasse, ein Glas, eine Gabel. Nebendran steht mein Shaker, hier ist die Pfanne und da ist sogar schon der Deckel drauf. Aus Designgründen haben wir den Deckel unten gelassen, heute. Und dann brauche ich morgens nur hierher stehen. Ich muss nicht mal was denken. Ich kann das automatisiert machen, weil es einfach nicht schwer ist. Achtung, passt auf, ich drehe mich um. Ich drehe mich jetzt um. Greif hier an diesen Hebel, Achtung, zieh hier den Kühlschrank auf, schaue in den Kühlschrank rein, stelle fest, wow, da ist alles drin, was ich brauche, wirklich alles. Ich muss nur noch finden. Haha. Und selbst, weil ich es reinstelle, weiß ich ganz genau, wie es ist. Schaut mal hier, das sind leckere Champignons, schon vorbereitet. Die schiebe ich jetzt mal hierher, dann greife ich nochmal rein und wisst ihr, was da drin ist? Da drin sind Tomaten und Kräuter vorbereitet, geschnitten. Ich schiebe es hierher, okay? Hier und hierher. So, und dann gucke ich rein, schon fest, wow, da ist ja noch was. Hier sind meine Eier schon drin. Also nicht meine, sondern die Hühnereier. Die Hühnereier sind da drin. Und die Shake, ich stelle sie hier hin. Achtung, dann mache ich hier wieder zu, weil wir wollen da keine Energie verschwenden. Wisst ihr, was ich jetzt sagen will damit? Es ist vorbereitet. Ich muss jetzt nur noch hier an dem Herd, diesen zweiten Knopf, den habe ich auch schon automatisiert im Unterbewusstsein eingeprägt. Ich muss nicht mal hin. Guck mal, ich kann hier hinfassen. Ich habe nicht hingeguckt. Und ich drehe jetzt rum und weiß, dass die Pfanne jetzt auf höchster Stufe ist.
Ich habe normalerweise noch einen Deckel drauf, alle Energiesparfans, damit nicht die Hitze oben rausgeht. So, und was mache ich dann? Dann gehe ich her, schmeiß meine Tomaten rein, schmeiß meine Champignons rein, mache einen Deckel drauf, stelle mich hin ganz entspannt, völlig entspannt und warte so eine Minute, zwei, drei, bis die anfangen dünsten. Dann nehme ich einen Deckel ab und zu mal runter, bis die Flüssigkeit verdampft. Und dann schmeiße ich hier mein Ei dazu mit rein, gehe hier an den Schrank, Freunde, und greife hier rein, passt auf, ich weiß, wo es steht, und da sind leckere Körnchen, Pinienkerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, die streue ich danach, wenn der Deckel, also ich lasse es draufstehen, lasse es ziehen, dann sieht man, wie das fluffig wird und das Omelett schön groß wird und dann runter, Teller hierher, Schippe drunter, aufs Teller. Oben drüber, bisschen Paprika dran, scharfer Paprika, ein bisschen scharfer Chili dran und ich habe das geilste Frühstück ever. Und wisst ihr, in welcher Zeit? Ich kann es euch sagen, auf die Sekunde genau. Es ist genau zwischen 8 Minuten und 35 bis 8 Minuten und 45 ist es fertig. Warum? Weil ich das schon seit 15 Jahren so mache, jeden Morgen, every day, the same procedure und es funktioniert. Und warum funktioniert es? Weil ich es vorbereitet habe, Freunde. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine gute Vorbereitung. Zeitmanagement, geiles Zeitmanagement. Wenn ihr das hinkriegt, ich kann euch garantieren, ihr werdet Spaß dran haben, weil ihr seid dann morgens nicht überfordert. Das kann man im Halbschlaf machen, okay? Freunde, das war's zum Thema Frühstücksvorbereitung, aber ihr kennt mich jetzt zwischenzeitlich schon. Guckt mal, was ich hier hinten habe. Soll ich euch das zeigen? Für alle, die es noch nicht kennen, Mr. T's Kitchen. Das ist Mr. T's Kochbuch. Und wisst ihr, was da drin ist? Jetzt wird's so spannend. Jetzt wird's brutal spannend. Auch Omelette sind da drin. Sehr, sehr geile Omelette sind da drin. Sehr, sehr geil. Also Freunde, wenn ihr dringend Rezepte braucht, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie Mr. T's mega geiles Omelette geht, dann kauft euch einfach Mr. T's Kitchen. Dann wisst ihr ganz genau, wie ihr euch ernähren sollt, soweit ihr mit euch atembedarfsgerecht und Zeitmanagement. Seid da vorne mit dabei. Bis bald, Freunde.